Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren innerhalb und außerhalb des Plenums. Vorredner SPD, die Rechten wollen keine Osteuropabank. Die Rechten, ich sage Ihnen, was die Rechten wollen. Die Rechten wollen, dass die Osteuropabank nicht nur so heißt, sondern auch so funktioniert. Das wollen die Rechten. Und wenn Sie jetzt hier die Ausweitung machen, Subsahara, Afrika und Nahost, Irak etc., dann ist es ja schön, wenn Sie da letzten Endes die französische Afrikapolitik mit unterstützen wollen. Die Bank hatte 4 französische Präsidenten und jetzt eine in und 2 deutsche. Also im Aufbau, Gouverneursrat etc., gucken wir das gar nicht groß. Vom Aufbau her ist das eine klare Sache. Diese Osteuropabank, 91 gegründet oder in die Geschäftstätigkeit gegangen, über 6.000 Projekte abgewickelt, beziehungsweise 500 noch ongoing business, verteilt so 10 Milliarden, gibt 10 Milliarden pro Jahr als Kredit aus. Dem steht gegenüber zum Beispiel in Afrika, was Sie jetzt beglücken wollen, die Afrikanische Entwicklungsbank, die es seit über einem halben Jahrhundert gibt, die 200 Milliarden Dollar verteilen kann und auch verteilen tut. Ja, ob sinnvoll oder nicht, mag jetzt nicht unser Problem sein. Das Ergebnis dieser Art von Entwicklungshilfe sehen wir ebenfalls seit einem halben Jahrhundert, egal auf welchem Medium. Ja. Und dieses einzig vernünftige Instrument, was hier geschaffen wurde in der Zeitenwende, die doch die Bezeichnung verdiente, Ende des Kalten Krieges, der jetzt doch nicht vorbei ist, nach dem Willen gewisser Interessen, das war eine sinnvolle Sache. Und was ist dabei rausgekommen? Okay, eine Eigenkapitalrendite von sage und schreibe 1 oder 1, Prozent im Jahre 18, im Jahre 20. Ansonsten kann dazu gesagt werden, es ist immer noch besser, eine Eigenkapitalrendite zwischen 1 und 2 Prozent als eine Null- oder Minusrendite via diese europäischen Fonds und anderen Geschichten, die ja das Geld direkt verteilen. Da gibt es keinen Zins, keine Tilgung. Das ist das Prinzip der Kreditvergabe der Osteuropabank und anderer. Und es ist auch sehr verdienstvoll, dass damit der Mittelstand in den osteuropäischen Ländern gefördert wird und nicht nur Großprojekte veranstaltet werden. Das wäre eigentlich genau das Instrument, mit dem man Westbalkanländer beglücken könnte, mit dem man Ukraine, Weißrussland, wen auch immer, bis zum Ural und hinter dem Ural, das ist ja ohnehin ihre Strategie, auch Zentralasien, hinter dem Ural geht Europa weiter. Damit könnte man das machen. Und ich würde eher plädieren und wir würden plädieren für eine Totalumstellung aller europäischen Fonds mit dem verlorenen Geld und ewig egal zum Bankthema, sei es für die Osteuropabank, sei es für die neue Entwicklungsbank, die die BRICS gegründet haben, übrigens mit 100 Milliarden Dollar pro Jahr und dergleichen. Ja? Also es wäre ein sinnvoller Weg, den man hier beschreiten könnte, die Osteuropabank wieder zur Osteuropabank machen und nicht zweckentfremden, letzten Endes im französischen Interesse, das sich auf die Frankophonie etc. immer noch bezieht, mit durchaus nachlassendem Erfolg etc. Und wie die CDU und andere oder auch Liberale sich hier zum Büttel anderer Leute Interessen machen, einmal mehr, das ist weder der Marktwirtschaft noch der Demokratie, weder in Subsahara-Afrika noch in Supersahara-Afrika und schon gar nicht im Osten gedient. Kehren Sie also ab von diesem falschen Weg. Machen Sie die Osteuropabank zu dem, als was sie gedacht war. Setzen Sie diese skandalisierte und völlig zu Recht skandalisierte Entwicklung, die ja mit Jacques Attali schon angefangen hat, von wegen Marmor- und Goldarmaturen in der Dienstwohnung. Da wollen wir mal gar nicht kleinig sein. Hauptsache, die Arbeit ist gut. Und sie ist allemal besser als das von den ganzen europäischen Fonds. Ewig egal. Und das Geld ist futsch. Also Rückzahlung mit Zins und Tilgung, mit vernünftigen Projekten, mit Controlling und allem Zubehör. Das können wir von einer Osteuropabank erwarten, wo wir bitteschön nicht den Schlüssel für an andere Leute abgeben. Praktischerweise sind hier auch die USA mit im Boot, auch Japan, die beiden größten Zahler, sogar Russland etc. Und da haben wir ja die Hauptschadensverursacher des Ukraine-Konflikts. Herr Kollege, Sie kommen zum Ende, bitte. Und das wäre doch eine wunderbare Sache, die Hauptschadensverursacher heranzuziehen, nicht Ende, die Redezeit ist vorbei, für eine Abwicklung des Schadens und die nicht zu mehren. Herr Kollege, die Redezeit war bereits länger vorbei. Ich möchte gerne darauf hinweisen, weil wir als Parlament insgesamt ein hohes Interesse daran haben, dass die Bundesregierung an unseren Debatten teilnimmt, dass es notwendig war, eine Krankheitsvertretung zu organisieren und dass das Bundesministerium für Finanzen jetzt hier vertreten ist. Vielen Dank für das Verständnis. Deborah Döring hat jetzt das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.